Hier kommen schon Sabrina und Niklas. Was ich ein bisschen problematisch finde, ist die engen Straßen. Gerade in den Kurven, die man hier vorne sieht, kann ich mir schwer vorstellen, wie da große Wohnwagen tatsächlich durchpassen sollen. Aber gut, da wird es bestimmt Möglichkeiten geben. Das können Kai und Vasco ja gleich mal ausprobieren. Null Problemo. Naja, so schwierig ist das nicht. Ne? Der Kai kann auch mit seinem Wohnmobil umgehen. Schau mal, der kommt da durch. Passt alles. So, sind wir angekommen. So, wir gehen zu Petra. Gut gefahrt, Kai. Gut gefahrt, Kai. Ist geil. So, Petra, wir sind vollständig. Als erstes steht der Service auf dem Prüfstand. Ihr habt ja bestimmt schon gemerkt, wenn man hier ankommt, das ist ja jetzt mal eine andere Landschaft, als wir das bis jetzt hatten. Hier ist es schon hügelig, also so auf 300 Meter sind wir hier circa. Vasco, muss ich dich hier festhalten? Ist das schwindelig oder ist okay die Höhe für dich? Als Holländer ist das, ja, wir haben keine Berge, aber ja, macht Spaß. Dafür habt ihr Grachten und andere Arten von Grasflächen. Das ist also der komplette Campingplatz von uns. Diese weißen Flächen sind tatsächlich alles Dauerstellplätze. Bei den Touristenplätzen, die sind hier ein bisschen unterschiedlich farblich markiert. Da unterscheiden wir halt nach Kategorien. Wir haben Stellplätze mit Wasser- und Abwasseranschluss. Einige wenige haben nur einen Stromanschluss, aber die meisten haben Wasser, Abwasser oder zumindest einen Wasserhahn gemeinsam dann mit dem Nachbarn. Ne? Nein, Petra hat das sehr ausführlich alles erklärt und gemacht. Ja. Also man brauchte kaum eine Frage stellen und hat eigentlich schon fast alle Antworten parat gehabt. Ja. Das riecht nach einer guten Bewertung. Werden die Übernachtungsmöglichkeiten genauso einschlagen? Werfen wir doch mal einen Blick rein. Introduction? Ja, fein. Das hier Kaffeemaschine ist da. Alles drin. Hier, Wasser. Ja, haben wir auch Warmwasser? Ja, gucken. Ja, ganz heiß. Aha. Das ist gut. Gut, gut. Da vorne sieht es aus wie eine Schlafnische. Lass uns mal gucken gehen. Ja, lass gucken. Ja? Der erste Eindruck von innen was gut. Das was fresh, weit, helle Farbe. Moderne Küche erin. Ja, tiptop. Auch Heizung, alles in de gute Farbe. Ja. Und wie ist dat Bett? Ist bequem. Setz dich mal hin. Ja. Gut. Richtig mit Lattenrost, oder? Ja, ja. Lattenboden. Ja, geil. Nee, ze. Ja, Gardinen voor de venster. Lampen zitten er ook voor ze. Ja. Kan zijn boek lezen. Ja, de ene regale is een beetje kapot. Ja. En schief. Ah ja. Maar dat kan je ook van jet komen. Dat, vielleicht war dat niet vorher. Gleiche melding maken bij receptie. Ja. Nee, maar zit daar een ganze ordnung uit. Ik denk dat de bouwwagen voor Jugendliche of Jungverliebte is die een schönes Wochenende verbringen willen. Die Jungs sind zufrieden. Alternativ kann man auch in diesem niedlichen Holzhäuschen nächtigen. Ja, das ist das gute Stück hier, ne? Schön. Schlaffass. Also diese Schlaffässer, die sind jetzt irgendwie echt oft vertreten auf so Campingplätzen, oder? Sollen wir mal reingucken? Ja, bitte. Ich habe einen Schlüssel. Ne? Dann gewähre uns doch mal Zutritt, liebe Sabrina. Also wenn man da reinkommt, dann merkt man, das ist alles aus Holz. Das riecht man auch schon, das riecht aber nicht unangenehm, das riecht gut. Ich finde es total schnuckelig, richtig gemütlich. Da ist auch eigentlich nichts drin, was ich vermissen würde, außer vielleicht ein Badezimmer. Aber so groß ist es ja nicht. Was ich hier wirklich vermisse, ist ein Tisch. Ja, aber ich glaube, da habe ich was entdeckt. Guck mal hier. Den kann man so ausziehen. Ein Tisch. Ja, man gut. Hat einen Tisch. Ja. Kann man auch abends mal Karten zocken oder so. Ja, genau. Irgendwie so oder was essen vielleicht. Ne? Also mich erinnert das Ganze an so eine klassische Tiny House-Situation da drin. Ne? Also es ist alles auf ein Minimum beschränkt, was man an Platzmöglichkeiten hat. Hat natürlich sowas wie Ausziehtische, man hat Stauraum unter Bänken und so weiter. Ne? Das ist super gut gemacht. Man bleibt ja auch in so einem Schlaffässer nicht eine Woche. Ne? Da kommt man mal für eine oder zwei Nächte, ne? Und hat dann sein Auto da, lässt man die 70% im Auto und vielleicht 30% nimmt man mit oder weniger. Weißt du noch den Preis? Ja, 47 Euro kostet es pro Nacht hier. Mhm. Das finde ich, ja, ich weiß nicht, ich finde es zu teuer. Aber das ist auch persönliche Präferenzsache. Ne? Ich meine, natürlich müssen sie da hier ihren Preis für nehmen. Ich würde es mir einfach nicht für das Geld hier mieten. Die nächste Kategorie, die in die Gesamtwertung einfließt, ist das Freizeitangebot. Wir bleiben gegeneinander jetzt. Ja, sicher. Ja. Aber das wisst ihr schon, ne? Dass die Niederländer da immer einen Kürzeren gezogen haben. Da liegt ein Ball.
Genau, ziehen. Ziehen weg! Deutschland wieder Weltmeister! Immer Zweite! Fußball spielen finde ich toll, das ist schon ein bisschen aufwertend. Mir fehlt aber tatsächlich noch ein bisschen mehr. Ich bin da ein bisschen verrückt in der Sache. Aber es ist okay, es ist was da für die ganz Kleinen auf jeden Fall. Für die Kleinen, ja. Genau, die können sich hier austoben, auf dem Spielplatz. Ja. Hier, schau mal, ist auch schön. Kinderspielzeug ist mit drin. Ja, Bagger, Schaufel, Türmchen, alles da. Ja, die Folie dürfte mal erneuert werden. Ah, aber nicht ist, Schlimmes, oder? Da geht eine Minute kaputt, wenn die Kinder sind. Ja. Das ist okay. Und ein Trampolin gibt's auch. Das hier hat allerdings ausgedient. Schau mal, Vasco, das ist ein bisschen schade jetzt hier. Ah, ja. Hier waren zwei Trampolinen und das eine scheint kaputt zu sein. Ja. Das ist ein bisschen gefährlich, wenn die Kinder da reinfallen. Ja. Aber da kannst du besser für absperren mit Bande. Ja, wenn dunkel ist, mal spazieren gehen hier oder so. Ja, das ist nicht schön. Ja, da hinten ein Trampolin, das scheint aber in Ordnung zu sein. Ja. Ne, das ist gut. Das defekte Trampolin auf dem Spielplatz ist ein absolutes No-Go. Kinder können da reinstolpern, können sich sonst was brechen. Geht nicht. Ganz so sehe ich das nicht. Jede Sandkiste hat eine Kante, wo ein Kind rein kriecht, oder? Ja, das stimmt, Mike. Sabrina und Niklas widmen sich jetzt der Sauberkeit. Das ist aber schön modern, ne? Ja, ist ganz alles nett. Relativ neu, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber auch alles in Ordnung? Also wirklich gut ausgestattet, auch für ältere Leute hier, die können sich hier hochziehen. Mhm. Hier ist der Deckel kaputt. Ich finde, bei so einem tollen Bad würde das jetzt keine großartige Arbeit machen, den mal eben auszutauschen. Da haben wir auch was, ne? Da ist aber auch, ne? Da ist über eine Kleinigkeit, ne? Gut, Sauberkeit, Sabrina? Hier Waschbecken natürlich hier mit Touch, oder nicht mit Touch, sondern hier ohne Berührung. Natürlich zu Zeiten von Corona ganz praktisch. Ja, ja, also ansonsten ja alles gut soweit. Gucken wir mal weiter. Weiter? Unbedingt. Macht euch mal auf die Suche nach den Duschen. Da sind sie ja. Ja, tippitoppi. Alles gut. Ja, ich probiere das hier mal aus. Genau, man merkt, es ist auf warm Wasser gestellt. Wird auch warm. Alles gut soweit. Sauberkeit wird hier auch groß geschrieben. Dafür kriegst du von mir echt Daumen hoch. Gibt nicht viel zu meckern. Das dürfte Petra freuen. Die bekommt jetzt nämlich ihre erste Punktetendenz. Wer kocht denn jetzt eigentlich? Das ist ja die nächste Frage, ne? Das klären wir gleich. Hi. Hi, haben wir gemacht. Ja, ja. Hallo. Schön. Ich bin jetzt ja mal gespannt, wie ihr es so gefunden habt. Meine Tendenz liegt dabei 7. Ja, meine Tendenz, liebe Petra, liegt zwischen 7 und 8. Ja, ich gehe mit Sabrina mit, 7 oder 8. Ich bin auch bei 7 bis 8. Ja, gut. Seid ihr euch ja ziemlich einig. Ja. Ja. Ja, ist ein schöner Einstieg. Passt. 7 bis 8, finde ich. Ja. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Dankeschön, bis später. Ne? Ciao. Danke, Petra. Das Beste kommt zum Schluss. Unser Campingplatz und Lothars Gaststätte, wir rocken das Ding. Ui, ganz schön gruselig hier drin. Nicht, dass das dem einen oder anderen auf den Magen schlägt. Wow. Jetzt ist er aber rock'n'roll, ne? Ja, ich hab meinen Lieblingsplatz schon gefunden. Das ist mal eine ganz andere Camping-Gaststätte, oder? Hat sicherlich Seltenheitswert. Wie kommt das etwas spezielle Ambiente an? Also ich habe so eine Gastronomie auf einem Campingplatz noch nicht gesehen bisher. Ich denke, so eine Zähnekneipe irgendwo in der Stadt, völlig normal. Aber hier auf dem Campingplatz, wo Familien sind, wo ältere Leute ja auch viel sind, finde ich das schon heftig. Sagen wir mal so, in Gegenwart von Gollum kann vielleicht nicht jeder hier sein Essen genießen. Sehr speziell. Hier gibt es auf jeden Fall viel zu entdecken. Ja, es ist ein bisschen schräg. Also der Restaurantbereich, der unterscheidet sich etwas vom Barbereich. Da ist es doch ein bisschen strukturierter. Die Tische sehen gut aus, passt gut ins Konzept, sauber und ordentlich auch. Dann kann es doch losgehen. Habt ihr ein Plätzchen gefunden? Ja, wunderbar. Ja, das ist gut. Hi. Das ist die Bea, die macht heute den Service für euch. Hi Bea. Und sie hat auch direkt die Karten dabei. Dann schaut doch mal rein, ob ihr was Passendes findet. Dankeschön. Natürlich sind auch die Karten sehr individuell. Und das ist ein Hammer, diese Karte. Das ist Rockabilly. Ja. Das ist Rockabilly.
Also die Speisekarte macht am Anfang einen schockigen Eindruck, aber sie ist handgeschrieben, finde ich total toll. Und sie ist ein Unikat, genauso wie alles hier. Genau wie Mattes, den ihr leider nicht kennenlernen konntet oder kennenlernen könnt. Die Bestellungen stehen, aber wer setzt sie um? Wer ist jetzt da, bitte, der Koch? Hallo, klopf, klopf, klopf. Hi. Ja, ich bin die Sabrina. Ich bin der Andi, hallo, grüß dich. Du bist der Andi? Jawohl, ja. Super. Hallihallo. Ganz anderer Typ, ne? Bin jetzt gespannt, ob der jetzt so abliefert wie Lothar, ne? Bist du die Vertretung für den Lothar? Das ist richtig, ja. Oh, gute Freundin, kann man auch mal helfen. Ja, das stimmt. Der Lothar hat für die Gaststätte ja eine Vertretung gefunden, der ihm auch sonst schon mal ausgeholfen hat. Ich denke, der wird das auch gut hinbekommen. Jetzt rufen wir mal den Lothar an. Das sieht gut aus. Da ist er. Aber irgendwie habe ich nicht klein. Ja, jetzt. Hi, Rosa, alles klar? Erstmal eine Frage, wie geht's dir, Lothar? Ja, geht schon wieder besser. Dankeschön. Ja, wurde auch Zeit. Ja, prima. Du, ich bin jetzt hier bei dir in der Küche. Ja. Der Andi hat mir erzählt, der kocht jetzt als Vertretung für dich. Ja, na, da bin ich ja stolz drauf. Ja. Wir halten zusammen. Auch gute Freunde, ne? Genau. Hör mal, Sabrina, was kocht der Andi denn jetzt eigentlich? Weiß ja gar nichts. Ich habe noch gar nichts gehört. Was musst du denn machen? Also der Andi macht Cordon Bleu. Das hat er drauf, das kann er. Das, krieg das ich kann hin. Er super. Das ist schön. Gut, dann hoffen wir mal, dass das Vertrauen sich auch bezahlt macht. Ich bin guter Dinge. So, hier haben wir den Schweinelachs. Ja. Da werde ich jetzt in Schmetterlingsform werde ich das jetzt anschneiden. Sprich, ich schneide das einmal nur an. So, Schmetterlingsschnitt haben wir auch das zweite Mal die Woche. Jetzt sehen wir es in Perfektion nochmal. So, jetzt wird das Ganze, auch wenn es schon tot ist, geklopft. Wird Vertretung Andi Lothar alle Ehre machen und vielleicht sogar den Sieg holen? Und da ist ein kleiner Unterschied, ne? Lothar hat da wirklich in der Folie gemacht, ne? Aber er kriegt's auch so hin. Ja, ja, sehe ich schon. Hauptsache, es schmeckt, wenn's fertig ist. Also ihr macht's auf die klassische Art. Richtig, genau. Also mit Schinken und Käse. Ja, gekochten Schinken. Gekochter Schinken, Gouda dazu. Gouda. In Bayern benutzen wir gerne mal einen Emmentaler. Wir nehmen den klassischen Gouda. Ja. Und ja, das schmeckt den Gästen hier immer sehr gut. Nichts gegen einzuwenden, ne? Nichts gegen einzuwenden, nein. Oh, der ist gerebelt. Nicht mal im Ganzen. Das kenne ich auch anders. Den musst du aber jetzt wirklich gut einpacken, sonst rutscht der Käse raus. Das sieht doch ziemlich professionell und vor allem dicht aus. Panieren tust du das mit Ei, genau, und ganz klassisch, Paniermehl. Wie man das von Mami kennt. Ja. Es wird ein Ei zerschlagen hier. So. Mehl benutzt ihr gar nicht? Nein, nur Paniermehl. Also das Mehl ist ja eigentlich der Start, um den Klebereffekt zwischen Ei und Brösel so richtig festzuhalten. Jo. Andis Umsetzung hat so ihre Eigenheiten. Ich würde es alles ein bisschen anders machen. Ich hätte einen hochwertigen Käse und auch noch vielleicht einen besseren Schinken genommen. Weil ich habe gesehen, der ist so ein bisschen aus so einer Aufschnittpackung. Da, lieber Lothar, schau, dass da einfach mit dem Metzger redest, ne? Und dann wirklich dir deine 200, 300 Gramm pro Tag abschneiden lässt. Aber jetzt erstmal ab in die Pfanne mit dem Brocken. Wichtig an dem Ganzen ist ja, dass das Öl in der Pfanne schon richtig heiß ist. Das ist richtig, natürlich. Das ist das die Pfanne. Cordon Bleu da reinlegst. Immer vorher ein bisschen vorheizen, bis man das Cordon Bleu überhaupt da hineinsetzt. Genau. Und dann wird das ja, schön gleichmäßig. Genau, gleichmäßig. Genau. Kalte Pfanne, kaltes Öl, Schrägstrich Butterspalz wäre mir lieber, saugt sich ja der Brösel voll mit dem Fett, wenn es nicht heiß ist. Wenn das Fett aber heiß ist, fängt es gleich an zu reagieren und es fängt an, die Kruste oder das Bröselzeugs zu toasten im Fett. Machen wir das einfach nach einer Zeit, damit es dann von allen Seiten schön goldgelb angebraten ist. Mhm. Beim Cordon Bleu dauert das ganze Spiel natürlich ein bisschen länger, bis das in der Mitte alles schön gar ist. Dann braucht man ein bisschen Geduld, nachher die Hitze ein wenig reduzieren, sonst verbrennt es von außen und ist von innen noch roh. Ja. Das ist das Einzige, was man beachten muss. Halt. Ja, cool. Ja, tatsächlich mache ich das fast genauso wie du. Ja. Na, wie gesagt, ich nehme nur ein bisschen Butterschmalz für den guten Buttergeschmack. Sie hat recht. Ja, sie vertritt mich hier richtig gut, obwohl sie muss mich gar nicht vertreten. Aber sie setzt hier Tipps um, die ich gegeben hätte sonst. Beim normalen Schnitzel verwende ich mehr Öl. Ja. Ne, weil so ein Schnitzel muss schwimmen. Das ist korrekt. Das sage ich auch immer. Wenn es nur von
zwei Seiten brät, dann sind es ungefähr 2 mm, wo jetzt das Fett so ein bisschen außen dran sitzt. Dann kriegst du zwar eine schöne Farbe hin, aber wie soll jetzt der ganze Körper innen drin die Temperatur nehmen? Also ich würde ein Cordon Bleu auch schön schwimmend backen, wenn ich ehrlich bin. Also Andi, das sieht schon mal verdammt gut aus. Ich bin ein bisschen neidisch, ich habe was anderes genommen. Aber ich bin ganz gespannt auf mein Gericht. Ja, wünsche dir viel Glück, gutes Gelingen. Vielen Dank. Und bin dann mal wieder weg. Super, bis später. Tschüss. Ja, ciao. In unserem Camping-Spezial gibt es 2 Gänge, Hauptspeise und Dessert. Und hier kommt die erste Runde. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Ne? Danke. Dankeschön. Dankeschön. Fangen wir mit Niklas Wahl an. Er hat sich für Schweinefilet mit Bratkartoffeln entschieden. Dann mal raus mit der Sprache. Ich habe ein bisschen den Eindruck, das hätte halt Tick weniger in der Pfanne sein müssen oder auf der Platte. Ist leicht trocken, aber jetzt nichts Entscheidendes. Geschmacklich ist gut. Das Fleisch ist übergart und ich finde auch jetzt gerade optisch, das ist sehr, sehr einfach. Das schaut so ein bisschen aus wie der Grillteller, als ich 13 war, als wir bei Onkel Dieter im Garten gegrillt haben. Ansonsten, die Bratkartoffeln sind top. Hätten an manchen Ecken vielleicht ein Tick krosser sein können, aber auch das ist ein kleines Manko. Das sollte man jetzt nicht zu wertend betrachten, was der da für uns gezaubert hat. Es war wirklich ja nur einer, der für ihn eingesprungen ist, für den Lothar. Und ich bin mir ganz sicher, dass wenn der Lothar das gemacht hätte, dass ihm das auch nicht so in der Form passiert wäre. Dann hören wir uns mal Vascos Meinung an. Der Holländer probiert das Jägerschnitzel mit Bratkartoffeln. Und bitte. Und, für mich schmeckt die lecker. Ist auch krokant. Ist crispy, nicht zu dicht, auch nicht zu dünn. Was ja, so richtig ein Schnitzel muss sein. De Bratkartoffeln, ja. Mein bisschen Mayo, aber ich habe das vergessen zu fragen. So, aber sehr gut gemacht. Auch, ich liebe das, ein bisschen gebacken, das ein bisschen doorgebakken. Das ist meine Taste. Und ja, für mich ist de ganze totale Schnitzel erreicht. Ich freue mich. Für den Vasco passt alles so. Die Bratkartoffeln, ja, die sollen goldbraun sein. Da kann man ein bisschen noch was sagen. Aber was soll ich jetzt noch sagen? Mir geht der Stoff aus bei Jägerschnitzel. Die Sauce auf die Schnitzel, ja, ist nicht zu viel, auch nicht zu wenig. So, in totaal reicht das. Lekker. Lekkere Sauce met champignon erin. Is die zelfs gemaakt is, ja, ik ben geen gastronomieman, maar ik denk dat die sauce wel zelfs gemaakt is, ja, denk ik wel, ja. Die is zelfs gemaakt. Voor Petra en Andy gibt es jetzt offene Worte. Kunnen ze damit umgehen? Hallo. Hi. 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 Oh, der Vasco hat schon aufgegessen. Ja, wie schmeckt's denn den anderen? Oh, dieser Blick. Sabrina hat den Filetauflauf mit Pommes geordert. Würdest du das noch mal tun? Die Soße ist Hollandaise. Richtig. Die habt ihr wahrscheinlich nicht selber gemacht, richtig? Nein, gebe ich ehrlich gut zu. Gut so. Gut so. Die Hollandaise wurde sehr dünn, dadurch, dass der Fleischsaft und der Saft der Tomaten sich mit der Hollandaise vermischt haben. Und Sabrina ist noch lange nicht fertig. Das ist alles ein bisschen wässrig. Ist natürlich auch, dass die Tomaten Wasser lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Hollandaise, die fertige Hollandaise, ist sehr stabil und backstabil, dass wenn man den über die Käse rüber leert und dann backt, dass die gleich mal so ein bisschen zumacht und schließt und somit zwar Wärme durchkommt, der Käse drunter direkt noch schmilzt, aber eben die Tomate nicht so aussaftet. Ne? Geschmacklich ist es super, hast du gut gemacht, das schmeckt frisch. Gut. Ja, ich hätte mir jetzt zwar unterm Auflauf was anderes vorgestellt. So klassischer Auflauf, da denke ich in eine andere Richtung. Ja. Aber ansonsten gut. Dann ist jetzt noch Kai an der Reihe. Sein Auftakt ist das Cordon Bleu mit Pommes. Und was sagst du? Ja, wie du siehst, der Salat ist alle. Mir hat er gut geschmeckt. Pommes auch super. Ja. Cordon Bleu geschmacklich auch sehr gut. Klingt nach einem Aber. Bloß, ihr habt die leider nicht lang genug drin gelassen, dass der Käse, siehst du, nicht verschmolzen ist. Ach, da haben wir genau das, was ich vorher erklärt habe. Ich würde sagen, schnell gebacken, aber nicht heiß genug im Körper, ne?
Ich werde mich verbessern. Alles gut. Unser Feedback, den wir gegeben haben, hat der Koch sehr, sehr souverän aufgenommen. Hat gesagt, alles klar, das klingt plausibel, das nehme ich an, das probiere ich mal aus. Super. Die Grundaussage war ja, es hat geschmeckt. Ja, und das war die ist Grundaussage. Ja, das ist das Wichtigste, genau. Ich nehme die Kritik gerne an, aber es ist nicht mein Job. Ich bin zur Aushilfe hier. Ich habe mein Bestes gegeben und werde es versuchen, dass ich mich verbessere. Es reicht schon, es ist schon 10 Punkte wert, dass du überhaupt hilfst. Muss man sagen. Können die Nachspeisen den Abend krönen? So, jetzt bin ich gespannt, was Dessert so kann. Für Vasco und Kai gibt es Crêpe. Unser Holländer genießt ihn mit Schokocreme. Kai bekommt ihn für 3,30 Euro mehr mit Eierlikör. Meine Crêpe muss warm sein. Muss richtig werden. Crêpe muss auf die Platte. Frankreich, Crêpe, heiß. Aber der Rest ist okay. Ist nicht mehr warm? Nein, ist lau. Okay. Ja, wegen Teller wahrscheinlich. Ja, kannst du sagen, Licht auf Teller kann warm machen. Aber wenn sie einen richtigen Crêpe macht, die muss heiß sein. Dass die Schoko echt lecker, Pasta lecker heiß wird. Wenn ich das gemacht hätte und gewusst hätte, ich muss Lothar ersetzen und ich weiß, ich habe einen Holländer in der Gruppe, dann hätte ich eine Stroopwafel gekauft und hätte da Sahne drauf gemacht, dann wäre der glücklich. Meine Mama muss da viel mehr Nougat-Creme oder Schokocreme in sitzen. En een crêpe moest, ja, Schokoladepasta moest erauf, hè? Schokosauce. Kai, bist du denn happy? Also sieht sehr gut aus. An der Seite kommt der Eierlikör raus, noch ein bisschen Schokosoße drauf, habe ich nicht mitgerechnet. Ich liebe Schoko-Eierlikör-Soße. Und in dem Fall hatte ich zwar getrennt, aber doch zusammen auf meinen Crêpe. Von daher war das perfekt. Habt ihr was eine Crêpe in Paris gegessen? Nein, ich war noch nie in Paris. Ja, dann ist doch anders. Haha, ja. Ein Schnitzel in Wien ist auch anders, Vasco, wie bei euch. Das Feedback ist bislang durchwachsen. Sabrina und Niklas bekommen Waffeln mit Kirschen und Sahne. Schwebt ihr im Dessert-Himmel? Die Kirschen sind super. Die Sahne ist, glaube ich, auch selbst geschlagen. Die schmeckt auch ganz gut. Und die Waffeln mag ich nicht. Wieso das denn? Die Waffeln magst du nicht. Ja, da hilft die frische Sahne auch nichts mehr, ne? Shit. Geschmacklich gut, aber das stimmt im Rezept nicht. Ja, die ist zu hart. Ja, sehe ich schon. Egal welche Art von Waffeln, deutsche, belgische, was weiß ich, was für Waffeln dürfen nicht so hart sein und nicht so zusammen sein. Waffeln sind fluffig. Wie siehst du das, Niklas? Das mit den Kirschen ist lecker, so wie es ist. Es ist halt ein bisschen Standard. Ich finde, sowas kann man immer gut mit Aromen verfeinern. Die waren auch warm, genau. Aber ich finde einfach, man kann die noch ein bisschen verfeinern mit entweder Alkohol oder Aroma, ne? Je nachdem, wie das da die Vorlieben sind. Also Niklas, der kann sich eigentlich gut artikulieren. Ne? Er ordnet ein, da kann man hingehen. Er macht es nur selber nicht, das ist ein anderes Thema. Aber im Grunde genommen hat er recht, es geht überall ein bisschen feiner, wie bei dir. Aber ja. In Lindlar in NRW ist Zeit für die Fakten. Ja, die Gesamtrechnung ist 112 Euro. Wir haben ca. 93 Euro fürs Essen verbraucht und ca. 20 Euro für Getränke. Also preislich haben die ja eigentlich alle, sind die alle im selben Bereich, ne? Unter 25 Euro mit Hauptgang und Nachspeise. Ja. Es ist also qualitativ nicht so schlecht gewesen, dass das nicht gerechtfertigt wäre. Es war okay. Das Essen war gut. Ja. Ich hätte tatsächlich gerne den Lothar dabei gehabt, weil er auch derjenige ist, der in der Küche letztendlich da kocht und auch wahrscheinlich Fachkenntnisse mitbringt. Ja, Lothar ist leider nicht da. Lothar muss es jetzt aushalten. Jetzt kommen die Punkte für ihn. Dann mal her mit den Wertungen. Für den Service vergebe ich heute 7 Punkte. 9 Punkte. 8 Punkte. 8 Punkte, was alles okay. Wie haben euch die Übernachtungsmöglichkeiten gefallen? In der Kategorie Übernachtungsmöglichkeiten gebe ich heute 8 Punkte. 9 Punkte. 8 Punkte. 7 Punkte. War bei der Hygiene alles im Lot? Die Sauberkeit bewerte ich mit 9 Punkten. 8 Punkte. Die Sauberkeit bewerte ich heute mit 9 Punkten. 8 Punkte. Und was sagt ihr zum Freizeitangebot? Das Freizeitangebot bekommt von mir heute nur 3 Punkte. 6 Punkte. 4 Punkte.
die 6 Punkte. Bleibt die Frage aller Fragen. Wie hat es euch geschmeckt? Die Gastronomie erhält heute von mir 8 Punkte. 8 Punkte. 6 Punkte. Ja, Gastronomie gebe ich auch 6 Punkte. 2x8 und 2x6 spiegelt doch ein bisschen auch alles ein bisschen wider. Fachlich hätte ich gesagt, gut. Aber lassen wir es. Alles gut. Passt. Das sind insgesamt ordentliche 29 Punkte für Petra. Wasko liegt mit 3 Zählern Vorsprung in Führung. Jetzt ist Mike dran. Wir beginnen mit der Profibewertung für Kai. So, Kai, Punkte für euch. Natürlich habt ihr einen wunderschönen Campingplatz, gar keine Frage. Ali war sehr nervös bei mir, aber auch im Wettkampf nach wie vor. Ihr müsst noch ein bisschen was an euren Sachen schrauben, ne? Also Flammkuchen ist Flammkuchen und Pizza ist Pizza, so als kleinen Nebensatz. Und eine Champignonsauce, die kann nicht so blendachsweiß sein, das mal nebenbei. Und Fondor. Auch wenn der Ali es versucht hat, abzuändern, dann hat er es nicht durchgebacken. Also da macht euch bitte Gedanken. Ihr habt es verdient, du warst fair die ganze Woche. Jetzt insgesamt, oder mehr so die Kulinarik, das ist auch mehr, was ich mir auf meine Fahnen schreibe, nur 6, leider. Am Dienstag gab es Luxuscamping bei Holländer Wasko. Hey Wasko, du bist ein richtig lustiger Vogel, ne? Ich habe riesen Spaß gehabt mit dir die Woche. Mit dir würde ich Bier trinken gehen und alles. Und ich wünsche mir, dass du auch die Gastronomie zu den 100% führst, wie es drumherum dir gelungen ist, dir und deinem Team, ja? Aber das ist 100% Convenience. Das geht nicht. Da muss ich irgendwie, das muss ich ansprechen, da muss ich dich anschubsen. Von mir gibt es leider nur 5 Punkte, aber eben für die Kulinarik nur. Ja? Am Mittwoch war Sabrina dran. Konnte sie Mike mehr von ihrer Kochkunst überzeugen? Liebe Sabrina, du hast sehr viel richtig gemacht. Die richtigen Bücher gelesen, im Internet die richtigen Seiten aufgeschlagen. Du liest, du machst, du tust. Ganz toll. Der Tisch, das hat toll ausgeschaut, die Teller. Ich hatte das erste Mal so ein bisschen das Restaurant-Feeling dann auch gespürt. Du hast das ganz toll umgesetzt. Schön. Du lernst dazu. Tolle Reise, die du angetreten hast. Und ich glaube, bei dir geht's weiter. 8 Punkte. Bei Niklas gab es gestern die wenigsten Punkte der Woche. Was denkt unser Profi? Lieber Niklas, für dich die Punkte und da bleibe ich auch in der Kulinarik. Du musst da unbedingt eine Zeitreise antreten, das geht nicht. Jetzt habe ich gemerkt, du bist eben doch nicht gelernter Koch, aber du stehst in der Küche, du willst deinen eigenen Betrieb führen und das soll dir helfen, was ich dir sage, okay? Unter diesem Aspekt wird das schwierig. Ja. Und ganz ehrlich, die Hühnerbrust mit der Ananas hat bei mir, also wirklich, ich habe Gesichtslähmung bekommen. Es tut mir extrem leid. Deine Mama, bitte, die wird mich jetzt verfluchen. Aber ich mein's nicht böse, ich mein's gut. Bitte, bitte, bitte drüber nachdenken, was ich sag. Und dann Themen am Wochenende, dann kommen die Alten vielleicht wieder, für die jungen Leute draußen ein bisschen was machen, okay? Und dann lieber auf gut bürgerliche Hausmannskost. Im Moment leider nur 5 Punkte. Für Petra lief es ordentlich, auch ohne den an Corona erkrankten Lothar. Mensch, Lothar, das war doch schade, dass du jetzt nicht da warst. Schade für die anderen. Ich habe gemerkt, was für ein Herzensmensch du bist. Die Petra hat Gott sei Dank an dir festgehalten, weil sie hat mir erzählt, wie es vor Jahren war, wie du mit deinen Tattoos aus dem Auto ausgestiegen bist und dich für die Gastro entschieden hast, dort sie zu pachten. Und sie hat das richtig gemacht. Toll, mein Schnitzel war in Ordnung, die Tränen, ich habe mitgeheult. Von mir bekommst du richtig gute 7 Punkte und du kannst das auch einordnen, die 7. Wir werfen einen Blick auf das Gesamtergebnis und sehen, Sabrina ist mit 39 Punkten die Siegerin unseres Camping-Spezials. Herzlichen Glückwunsch! Yeah!